geht ihr heute raus und steht auf und sagt euch, ich möchte, dass jeder Herzschlag für diese Botschaft ist und dass jeder Atemzug für diese Botschaft ist. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, ich sage euch eins. Wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die Angst haben, die die Pampers-Rocker-Dauer verbreiten, die Waschlappen- und Weichei-Dauer, ja, wir rufen nicht zu Gewalttaten auf. Aber ich rede davon, es muss doch wohl klar sein, dass man als Muslim zumindest den Mut haben muss, zu sagen, dieses Buch ist das Buch Nummer 1 im Leben eines Muslims. Dieses Buch ist für uns wichtiger als alles andere. Wenn wir diesen Mut nicht mehr haben, zu sagen, dass Allah für uns an erster Stelle steht, dann kann ich nur sagen, sollte ich irgendwann, das ist ja noch nicht mal Mut, sollte ich mich irgendwann nicht mehr trauen, zu sagen, dass derjenige, der den Islam nicht annimmt, in die Hölle geht, und dass der Koran wichtiger ist als jedes andere Buch, dann sagt mir bitte, Abu Hamza, hör auf Dawah zu machen, du bist auch ein Waschlappen geworden, weil ansonsten wirst du uns demotivieren. Aber deswegen sage ich euch, Geschwister, die Religion, wir brauchen diesen Motor, den Motor, der Mut heißt, damit wir aufstehen. Und deswegen sage ich euch, Geschwister, steht auf, geht ihr heute raus und steht auf. Und sagt euch, ich möchte, dass jeder Herzschlag für diese Botschaft ist. Und dass jeder Atemzug für diese Botschaft ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglichen, diese Religion in jedes Haus von Deutschland zu bringen. Und es wird passieren. Denn der Prophet a.s. hat schon gesagt, La yatruku Allahu bayta madarin wa la wabarin illa adkhalu hadha ad-din. Allah wird kein Haus aus Stein und keins aus Haut, also Zelter, lassen, ohne dass er diese Religion reinbringt. Es wird passieren. Die Frage ist nur, was hast du dafür getan? Möge Allah uns beschützen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.